Hallo, liebe Denkspielfreunde und Rätselfreunde und Partyspielfreunde und Freunde von außergewöhnlichen Spielen. Ich zeige euch heute das Spiel Concept aus dem Repos Verlag im Vertrieb von Asmodee. Das Spiel ist ab 10 Jahren für 4 bis 12 Spieler geeignet, dauert 40 Minuten und ist nominiert für das Spiel des Jahres 2014. Ich sag euch, ich find's sau cool. Eine super Idee, mir macht das Ding total Spaß. Und ich sag's euch gleich, 4 bis 12 Spieler ist ja schön und gut. Ich sag euch, das Ding geht auch ohne Probleme zu zweit. Das zeige ich euch aber dann gleich. Als erstes zeige ich euch aber, was ihr in der Schachtel an Spielinhalt findet, wie ihr das Ganze aufbaut und dann eben, wie das Spiel funktioniert. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zum Spiel Concept. In der Spielerschachtel findet ihr folgenden Inhalt: einen Spielplan, und dann gibt es hier so für jeden Spieler eine Übersicht über die Symbole, was die bedeuten können, und eine Anleitung, die super kurz ist und eigentlich nur voll mit Beispielen ist, denn die Anleitung allein ist nur das hier, der Rest sind alles nur Beispiele. Dann gibt es einen Stapel mit Karten, dann gibt es Hinweis Würfel in einer schönen Schale. Und zu den Hinweiswürfeln gibt es dann hier noch so Ausrufezeichen aus Plastik und dann gibt es noch ein Fragezeichen aus Plastik. Ja, und um Punkte zu zählen, hat man hier noch ein paar Glühbirnen. Das ist der komplette Inhalt der Spieleschachtel. Und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau des Spiels geht ganz einfach. Ihr legt den Spielplan in die Mitte des Tisches, mischt die Karten gut durch und legt die da unten auf das Feld. Die Punkte legt ihr beiseite und die ganzen Fragezeichen, Ausrufezeichen und die Würfel dazu schmeißt ihr hier in diese Schale. Das ist der komplette Aufbau des Spiels. Und als nächstes erkläre ich euch, um was es hier eigentlich geht. Concept ist cool. Muss ich einfach mal sagen, sage ich selten, aber das ist einfach sau cool. Ich weiß nicht wieso. Mir macht das unglaublich viel Spaß, denn das ist ein Denkspiel ein bisschen anders. Das heißt ja, es ist ab 4 Spielern geeignet und geht mit 4 Spielern zu spielen. Ich sage, das Ding geht genauso auch zu zweit. Und warum, das werdet ihr gleich feststellen. Ich erkläre euch jetzt einfach mal ganz schnell die grundsätzliche Mechanik dieses Spiels. Ihr seht hier lauter verschiedene Symbole, ihr seht hier Farben, Formen, Größenangaben, diverseste Angaben wie Körperteile oder sonstige Sachen. Und das Coole ist, mit diesen Sachen muss man, jetzt fange ich mal mit der Teamvariante an, 2 Spieler spielen immer zusammen, die beraten sich dann, was man am besten dafür hernimmt und müssen damit Begriffe bilden, die das andere Team erraten muss. Und ich nehme jetzt einfach mal die erste Karte. Auf der Karte gibt es dann 3 verschiedene Bereiche. Hier oben gibt es die leichten Dinge, die mittelschweren Dinge und hier unten die richtig harten Dinge, die es zu erraten gibt. Und da sucht sich das Team dann einfach zusammen einen Begriff raus und belegen Felder, die mit diesem Begriff zu tun haben, mit diesen Plastikdingen, die hier sind. Ich nehme jetzt einfach mal eine Sache raus. Vielleicht eine aus der Anleitung, dass wir hier keine Karten verhunzen. Und nehmen jetzt einfach mal was ganz Einfaches. Ja, nehmen wir mal sowas zum Beispiel. Ich fange immer an mit dem Fragezeichen und den grünen Sachen den Grundbegriff zu setzen. Und wenn die Spieler da nicht drauf kommen, dann kann ich mit den anderen Farben ihnen weitere Hinweise liefern, die aber nicht mehr ebenso wichtig sind wie das ganze Grundsätzliche. Deswegen nehme ich dann eine andere Farbe her. Jetzt setze ich euch mal hier einen drauf, das heißt, das Wichtigste ist, es geht um irgendwie diesen Tropfen, und hier auf dieser Übersichtstafel ist jeder Begriff mal kurz angerissen, was er alles heißen kann. Also der Tropfen kann zum Beispiel heißen Wasser, Flüssigkeit oder nass.
Was ihr da wirklich rein interpretiert, das ist euch überlassen. Ihr könnt den Tropfen auch als was anderes noch nehmen. Traurig, Träne oder sonstiges. Das ist ja nicht euer Problem. Euer gegnerisches Team muss es ja erraten, aber es muss natürlich nicht irreführend sein oder darf nicht irreführend sein. Es muss schon irgendwie passen. Aber warum soll das auch nicht eine Träne sein oder sowas? So, jetzt sage ich mal, das Wichtigste ist, es ist irgendwas mit flüssig und dann lege ich eins hier unten drauf. Das heißt, es ist essbar, genießbar, nicht giftig. Und das nächste lege ich hier zum Beispiel auf rot. Tja, welcher Begriff könnte das sein? Das ist natürlich Wein oder noch genauer Rotwein. Es ist flüssig, es ist genießbar und es ist rot. Wein. Das gegnerische Team darf raten, so oft es will. Kann alle möglichen Begriffe nennen, die ihnen dazu einfallen. Und das gegnerische Team kann ihnen dann ein bisschen unterstützend unter die Arme greifen und sagen, ja, das geht in die richtige Richtung oder total verkehrt. Natürlich nicht genau drauf stoßen, aber einfach in die Richtung weisen, ist es gut, ist es falsch. Und erst wenn die anderen Spieler wirklich überhaupt nicht drauf kommen, kann man sagen, gut, dann gibt es da keine Punkte und wir wechseln die Teamseite. Wenn in dem Team ein Spieler drauf kommt und den richtigen Begriff sagt, dann bekommt dieser Spieler eine doppelte Glühbirne. Alle anderen Spieler in dem Team bekommen eine einfache Glühbirne. Enden tut das Spiel, sobald alle 12 von diesen doppelten Glühbirnen vergeben sind und dann wird eben geschaut, wer hat die meisten Punkte und der gewinnt das Spiel. Auch wenn es ein Teamspiel ist, gewinnt am Schluss dann möglicherweise nur eine Person. Aber das Tolle ist, man kann hier einfach variieren, wie man möchte. Man kann sich selber Dinge ausdenken, die man bauen möchte. Man kann einfach ohne die Karten spielen. Man kann ohne die Punkte spielen. Steht sogar in der Anleitung. Bei vielen Testrunden haben sie einfach nur gespielt, ohne Punkte zu zählen, weil es einfach irre viel Spaß macht, das Ganze. Ich baue jetzt noch ein paar Sachen auf. Vielleicht habt ihr Lust, mal kurz hier mitzuraten. Ich nehme wieder Sachen aus der Anleitung, dass ich euch hier nichts von den Karten versaue. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein bisschen was, was schwieriger ist, aber immer noch eine Reihe hat. Und da zeige ich euch noch eine zweite Möglichkeit, diese Dinger zu verwenden. Also, wir nehmen mal das hier. Das bedeutet irgendwas aus der Tierwelt. Dann sage ich mal hier, das Tier ist groß. Und das Tier ist grün. Und jetzt nehme ich mal mehrere Steine, denn das hier heißt zum Beispiel ja alt, das heißt jung. Und ich lege mal ganz viele Steine hier auf alt drauf, einfach zum Symbolisieren, das Ding ist richtig, richtig alt. Dann denkt mal kurz nach. Ein Tier, ein großes Tier, grünes Tier, ganz, ganz altes Tier. Was könnte das sein? Ein Dinosaurier, richtig, gut gemacht. Und jetzt zeige ich euch noch ein Rätsel zum Thema weiterführende Informationen. Da nehmen wir gerne noch ein paar von den roten hier mit dazu. Wie gesagt, da könnt ihr Wertungsreihen aufbauen ohne Ende. Ich könnte euch nachher noch ein ganz krasses zeigen zum Spaß. Das mache ich dann auch noch kurz. Jetzt machen wir einmal ein, sagen wir, mehrreihiges und wir fangen mal an. Es ist eine männliche Person und dessen Beruf ist Kämpfen, Krieg. Ja, jetzt stehen alle da und sagen, hä, was willst du von mir? Und dann sagt man, okay, ich baue euch mal eine zweite Informationslinie auf. Und die machen wir jetzt mal mit Rot und sagen, das Land, wo der herkommt, ist oder hat eine Fahne, die weiß-rot ist. Ja, das ist der zweite Hinweis. Das heißt, der Mann, der im Krieg arbeitet, kommt aus einem Land, wo die Flaggenfarbe so ist. Keine Ahnung, machen wir weiter. Und ich sage, zeitlich liegt das Ganze in der Vergangenheit. Und jetzt kann man vielleicht drauf kommen oder auch nicht. Ein Kämpfer aus dieser Flagge, das könnte Japan sein, dann lange zurückliegender Kämpfer, das ist bestimmt ein Ninja, nein, ein Samurai. Ja, richtig, juhu, richtig geraten, ein Samurai. Ja, so wie gesagt, kann man das dann immer weiter fortsetzen. Und jetzt haue ich euch nochmal als Abschluss dieses Videos ein Ding vor die Nase. Das ist richtig schön zu sehen, was man da so alles dann stapeln kann. Ihr seht schon, ich brauche dazu erstmal das ganze Material hier. Wir brauchen als Hauptkategorie, nehmen wir mal das hier. Oder nee, nehmen wir das hier. Hat irgendwas mit Schreiben, Buch, Literatur zu tun. Okay. Gemalte Literatur. Was könnte gemalte Literatur sein? Und dann nehmen wir noch
Das hier dazu, gemalte Literatur mit Sprechblasen. Könnte vielleicht ein Comic sein, richtig. Aber das ist nicht das Gesuchte. Deswegen bauen wir die zweite Reihe auf und sagen, wir suchen in dem Comicspiel mit. Ein Mann, der ist mehr so auf der Superheldenschiene, also der erfundenen Charaktere vielleicht. Der ist ziemlich klein und ziemlich schlau. Dann kommen schon die ersten Antworten. Wiki vielleicht oder so. Nee, du, ist nicht. Mach mal die nächste Reihe. Wir machen wieder eine Figur. Wir sagen, auch diese Figur ist irgendwie fantasymäßig, also nicht real. Die ist ziemlich breit, die trägt irre Klamotten und ist blau und weiß. Ja, wieder fragt sich jeder jetzt, was, wie, verstehe überhaupt nichts. Dann sagen wir, gut, machen wir noch eins. Da ist noch ein Tier im Spiel. Das ist ein Haustier. Das ist ein kleines Tier. Und es ist ein weißes Tier. Wie gesagt, das andere Team sagt das alles nicht dazu. Die legen bloß stumm diese Steine drauf. Und die anderen müssen das dann irgendwie da rein interpretieren. Ich sage das jetzt nur mal, wie ich als Rätselleger das interpretiere. Was die anderen sich dann dazu denken, ist nicht mein Problem. Ich sage das denen ja auch nicht, sondern ich legte nur stumm die Dinger drauf. Und die anderen müssen das dann eben rein interpretieren, was das denn sein soll. Ich habe das jetzt nur für euch mal gesagt, dass ihr das mal ein bisschen hört, was ich mir hier so denke. Ja, und wenn immer noch keiner draufkommt, dann habe ich vielleicht noch Geld zur Verfügung und baue noch den letzten Hinweis auf und sage, die kämpfen in einem Land mit einer Flagge rot, blau und weiß und auch das liegt schon einige Zeit zurück. Ihr seht, jetzt liegt hier das totale Chaos, eine riesen Erklärungskette. Um was geht es? Es geht natürlich um Asterix und Obelix. Warum? Wir haben einen Comic, weil hier Sprechblasen und gemalte Sachen drin sind. Wir haben ein Haustier, ein Tier, was im Haus ist, ein kleines Tier und es ist weiß. Das ist natürlich Idefix. Der Asterix selber, der ist männlich, ist eine erfundene Figur, ist klein, aber schlau. Und der Obelix, der ist auch eine männliche Figur, der ist auch breit, hat blau-weiße Sachen an, komische Klamotten und das Ganze spielt in Italien mit rot-grün-weißer Flagge, also hier das Land, zu einer zurückliegenden Zeit. Und da wurde gekämpft. Das ist es, was ich mir ausgedacht habe, was ich für meine Leute hier hingelegt habe und so baut man einfach die verrücktesten Rätsel. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel abbilden. Und hier gibt es aber auch richtig schwierige Dinge. Ich nehme jetzt mal doch eine Karte kurz. Einfache Sachen wie der See, Milch oder das Masopulami. Das ist schon schwieriger natürlich. Das sind die einfachen Sachen. Schwierigere Sachen sind dann das fliegende Klassenzimmer. Hier muss man schon arbeiten mit Film oder so. Am Anfang war das Feuer, The Green Mile. Also das sind dann schon Filmsachen. Beim Roten sind es meistens Filmsachen, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, dann weiß man das wenigstens schon mal. Schauspieler und Filme und Serien sind das. Sehr schön. Und dann gibt's bei den ganz schweren Sachen ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, das fünfte Rad am Wagen sein, Heimat, Jim Carrey, Rotz und Wasser heulen, der werfe den ersten Stein, sich aufs Ohr hauen, schlafen wir Murmeltier. Also Personen und Sprichwörter scheinen in der schweren Variante dann hier gesucht zu sein. Man kann sich natürlich auch selber Sachen ausdenken, die nicht auf den Karten sind. Und deswegen sage ich auch, warum soll man dieses Spiel nicht auch ohne Team einfach zu zweit spielen können? Es ist doch ganz einfach, dann hockt sich einfach jeder hin, überlegt sich etwas, baut es für den anderen auf. Ich habe es gestern mit meiner Tochter gespielt, wir hatten einen Heidenspaß auch zu zweit. Ich sage, diese Angabe ab 4 Spielern ist vielleicht lustiger, wenn man hier ein Partyspiel draus macht, aber es ist auch zu zweit absolut spielbar und macht auch eine Menge Spaß. Ich finde, das ist ein richtig cooles Spiel und ein würdiger Anwärter fürs Spiel des Jahres 2014. Das war sie, meine Brettspielvorstellung des Denkspiels, Partyspiels, Konzept. Wie gesagt, wenn diese Listen rauskommen, das Spiel des Jahres, schaue ich mir die immer durch und gucke immer, was habe ich denn davon noch nicht daheim. Und dann sehe ich da Sachen wie Konzept
ab 4 Spielern. Ich denke mir immer, verdammt, 4 Spieler kriege ich nicht zusammen. Wir sind nur 3 Personen im Haushalt. Wird schwierig. Soll ich mir das wirklich besorgen? Ich habe es mir trotzdem gekauft und muss sagen, siehe da, das geht wirklich ohne Probleme zu zweit. Oftmals muss man sich wirklich verrenken, um Mehrspielerspiele vielleicht doch noch 2 Spieler tauglich zu machen. Bei manchen geht's auch wirklich gar nicht. Aber hier sage ich, geht das ohne Probleme. Da kann man sich selber dann Regeln überlegen. Da braucht man ja nicht mit den 2 Glühbirnen spielen, sondern sagen, der Erste, der 5 richtig hat, hat einfach gewonnen. Da kann man sich x Sachen überlegen, wie man das macht. Oder einfach nur zum Spaß Begriffe raten. Ich finde es ein saucooles Spiel. Und jetzt höre ich auf, hier zu schwärmen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht es gut. Euer Michael.